Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodon zu einem neuen Part, Miitopia mit dem Zwergenfürst. Ja, nicht mit mir, na doch mit mir. Ich muss es ja irgendwie machen, ich muss den Part hier irgendwie moderieren. Es ist richtig lustig, so mit mehreren durch die Gegend zu ziehen. Ja, es war schon ziemlich trist, als ich ganz allein unterwegs war. Jetzt sind wir ja da. Jetzt können wir lauter Dinge tun, die allein nicht möglich wären. Oh, zum Beispiel, wir könnten uns gegenseitig helfen. Ja. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. Volle Kanne miteinander streiten, bis die Fetzen fliegen. Was? Oder andere als Schild benutzen, wenn es brenzlig wird. Warum habe ich dich noch gleich mitgenommen? Okay, das wurde ein bisschen zweideutig. Ein Gasthaus! Das wurde Zeit. Nee, wurde nicht Zeit. Ich hätte noch weiterlaufen können. Warum diese Gasthäuser eigentlich immer in so kurzen Abständen kommen, frage ich mich. Will in das Zimmer von Zwergi gehen. Okay. Och, schaut euch das an. Putin will in das Zimmer von Annelie und ich will in das Zimmer von Annelie. Annelie will aber in das Zimmer von mir. Oh. Eine Zwickmühlensituation. Jetzt will Putin in das Zimmer von Annelie. Ach so, stimmt. Zwergi hat ein Geschenk gekauft. Verklick mich hier ständig. Schau, was ich dir gekauft habe. Ich wollte in das Zimmer von Lyra. Ich wollte in das Zimmer von Lisa. Okay, erstmal hier in die nächste Beziehungsstufe. Das ist ja alles so verknüpft hier. Hilfenzweig erlernt, okay. Hätte ich mal durchlesen müssen. Putin mag Zwergi und hat's gesehen. Immer nur Annelie, das ist nicht fair. Toll, jetzt baue ich hier auch noch Scheiße. Was ist denn heute hier los? Jetzt sind sie alle in ihren Wunschzimmern, oder? Zeit, unsere Körper zu stehlen. Tun wir es für unsere Freundschaft. Training, hurra! Okay, ich kann sie das ganz schnell machen lassen. Oha, das tut morgen sicherlich weh. Zangenangriff gelernt. Hier will ich mal aufs Team klicken hier. Da kann man nämlich jetzt, ab diesem Zeitpunkt kann man jetzt, das habe ich ein bisschen überblättert, das kam beim letzten Gasthaus, das habe ich offscreen gemacht, tut mir leid, ihr könnt mich dafür jetzt hauen und treten, es tut mir leid, da kam eine Ansage des Horst, des großen Horst, er hat mal was anderes gesagt, er hat nämlich gesagt, macht was ihr wollt und ab jetzt dürfen wir die Klassen tauschen, das ist doch schön, oder? Jetzt kann ich hier den Zwergi, und das sind seine ganzen Details, futtert gern Koboldschinken, die Klasse tauschen lassen. Hier, er ist jetzt aktuell Forscher. Und ich würde gerne etwas ändern. Ich will die Klassen so behalten, wie sie sind. Habe ich gut besetzt, also ich möchte die Teammitglieder so besetzt haben, wie es ist. Aber es gibt noch eine Klasse, die haben wir noch nicht besetzt. Deshalb muss jetzt mein Mie dafür herhalten. Den Krieger, den habe ich schon mal gemacht. Und den hat Annelie jetzt inne. Der Magier, der ist Blackie inne. Dieses Amt. Der Dieb, den hat Greenie. Der Popstar, das ist Lisa. Black Metal Fan Lisa. Der Koch ist Sarah, meine kleine Schwester. Katze ist von Finne besetzt worden. Den Unhalt habe ich selbst mal besetzt. Den Forscher war ich bis jetzt. Den Panzer, der ist Putin. Nee, der ist Trump. Die Prinzessin ist Putin, so rum. Und Merkel ist die Blume. Ja, bleibt also nur noch eins. Der Priester. Das Problem ist, wir müssen jetzt wieder mit Level 1 anfangen. Das heißt, wenn ich jetzt den Priester auswähle,
wenn ich jetzt zum Priester werde, muss ich das Ganze wieder mit Level 1 anfangen. So mit Forscher wäre ich hier Level 13. Und heute habe ich auch schon auf Level 11 trainiert. Das ist das Irrwitzige bei dieser Sache. Ich muss das jetzt wieder... Ich kann die Klassen ändern, aber ich muss von Level 1 aus beginnen. Ich muss von ganz vorne starten, weil ich diese Klassen noch nie gehabt habe. Das heißt aber Krieger, ja, Krieger ist Level 11. Komm, ich mach's, damit wir alle Klassen haben. Auf geht's. Deswegen wurde ich zum Priester. Oh, ich bin zum Priester geholt. Schlachtruf immer noch Kasaleminu. Ich mag immer noch besonders Annelie. Futtert gerne Kobold Chicken. Machen wir so. Ja, einer muss es ja mal auf sich nehmen. Dann bin ich jetzt halt der Schwächste im Team. Muss leider so. Aber wir können es sofort wieder wechseln. Wir können eigentlich wieder zurückgehen zum Wissenschaftler und sagen, ich will meinen 13. Rang wieder haben. Meinen Typ 13 Rang wieder haben. Das geht sofort. Und jetzt mal auf, mal sehen, wie ich mich so beweise als Level 1 Teammitglied. Das kann ja heiter werden. Aber ich bin ja nicht der Einzige im Team. Es gibt noch andere Leute in diesem wundervollen Team. Da verlasse ich mich jetzt mal auf die... Ah, ein Greif! Bereit machen zum Angriff! Warte. Warum? Ihm wurde kein Gesicht aufgezwungen. Er ist völlig harmlos. Fliege davon, kleiner Greif. Oh, verstehe. Das war sehr weise von den Grunk. Überrascht dich das? Nö, das überrascht mich gar nicht. Das macht richtig Laune. Hör auf. Okay. Wo lang? Nach oben oder nach rechts? Ich gehe natürlich nach rechts. Und da soll es weitergehen. Frage mich, was Gronkh wohl so mag. Diesmal von Becky. Die zweite. Oh, ein böser Greif, oder? Dunkelgreif. Na toll, nicht Level 1. Bringt mich in die Schutzzone. Ja, mein Angriff wird nicht viel bringen. Versuch's mal. 9 Punkte. Hilfe. Das könnte gefährlich werden für mich. Erster Beistand. Hilfe in 2. Na toll, natürlich helfe ich auch noch. Plus 8. Ja, Attacken sind halt sehr schlecht noch. Vielleicht kriege ich jetzt jede Menge HP. Wie heißt das? Zusatzpunkt hier. Level 2. Level 3. Level 4. Training steigt um 3 Level. Heilung gelernt. Besänftigen gelernt. Und werden wir mal ausprobieren in den nächsten Kämpfen, was ich da für neue Sachen gelernt habe. Und wo lang? Geradeaus immer der Nase entlang. Sag Annelie, hast du eigentlich einen Schlachtruf? Aber hallo! Oh, lass ihn hören. Ist zwar ziemlich trocken, aber wie Waldorf. Passt ja total zu dir. Ja, genau, es passt genau zu ihr. Sie ist ja auch nur. In diesem Film ist ja nicht so, als wäre es eine echte Person. Ist ja eine fiktive Person. Nee, ist er nicht. Und was zum. Alles in Ordnung. Zwergi. Sie sagt nur noch so Zwergi. Nice. Heilung kann ich jetzt einsetzen. Heilung auf jeden Fall nötig. Putin. Versuch's mal. Neue Technik. Heilung. Heilung. Ich heile ihn. Ach so, ich bin jetzt der Heiler hier im Team. Das ist schön. Hatte ich bisher noch nie so eine Rolle. Wie des Heilers. Das hatte ich immer Krieger, Unhold und... Was als letztes Wissenschaftler. Das ist eine Karriere. Was, Annelie wurde besiegt? Wie geht denn das? Ich dachte, ich würde besiegt werden. Und Putin hat es geschafft. Ich muss mich in diesen Kämpfen ein bisschen zurücknehmen, weil ich bin noch sehr schwach. Level 5. Level ab für Zwergi. Bratgreifchen. Das steigt ja schnell an, das Level. Gasthaus gefunden. Vielleicht gibt es da ein neues Kostüm für mich. Du hast Level 5 mit der Klasse Priester erreicht. Dafür gibt es eine Medaille. Na denn. Putin will ein Winkelmesser. Als Fächer? Interessant. Nimm es und gönn es dir. Ein Winkelmesser. Der Fächer hat er sich Luft mit zu. Hat man in meiner Schule gemacht. Dass so ein Winkelmesser sich Luft zugewedelt.
an besonders heißen Tagen dann immer in der Schule saß, bei 30 Grad im Schatten und keine Hitze frei bekommen hat. Da hatte man dann sein Winkelmesser, um sich Luft zuzufächern. Wird's hier mathematisch. Mathematik mit Dr. Putin. Flammenberg! Huha! Es wird flammig. Es wird heiß. Es wird final. Ist Blacky die Zweite etwas schlecht gelaunt? Was Blacky die Zweite kann, kann ich schon lange. Ein Lavabecken. Weißt du eben... Ah, mein Taschentuch ist in die Lava gefallen. Und... Puff! Weg ist es. Ach du liebes Bisschen. Passen wir auf, dass es uns nicht genauso geht. Ja, ansonsten macht's dann Puff und weg sind wir. Ich kippe gleich um, das darf doch nicht wahr sein. Ein Monster, zwei Monster sogar. Troll A und Troll B. Wollt ihr mich wieder trollen oder was? Putin bringt sie zu tanzen, zumindest Troll B. Troll A ist ein Tanzmuffel. Heilen brauche ich noch keinen. Greifen wir dann also mal an. Oh, 10 Abzug bringt's schon. Ein Hieb, das bringt deutlich mehr. Zu zweit angegriffen, bringt auch deutlich mehr. Auch wenn meine Attacken noch nicht so viel bringen, auch meine Unterstützungen. Attacke! Gut, der Heiler zu sein. Ist zwar bisher nicht so mein Ding gewesen, die Leute zu heilen, aber wird schon noch. Was, kein neuer Levelanstieg? Schade. Ich will auch wieder Level 13 werden. Gib mir mein Level 13 zurück. Aua! Uff! Wer soll zur Hilfe eilen? Blacky die Zweite, Lisa. Hey, alles okay, dankeschön. Anli ist ihr dankbar. Nächste Beziehungsstufe, hier im Lavaturm, im Feuerbergturm. Bekannte, Level 4, kümmern gelernt. Na, die wären ein richtiges Traumpaar, die beiden Mädels hier. Nadine, ab durch den Feuerberg. Hat die Bombe jetzt den Troll mit hochgejagt? Wir sind ab für Zwergi. Hurra, Trollklingel. Das sieht doch sehr nach Donut aus. Was ein Trollklingel. Das ist ein Donut. Eindeutig ist das ein Donut. Gasthaus. Oh, nächste Beziehung zwischen mir und Putin. Dua, dua. Level 8, irgendwie Freunde. Geben gelernt. Schlaft. Holt euch. Nein, wir spielen noch weiter. Putin möchte ein neues Kleid. Das Matrosenkleid. Naja, gut, komm. Gönn dir. Sieht zwar bestimmt scheiße aus, aber nimm. Aber nimm. Hier in so einem Grün hier. Oh, Kacke. Das hat jetzt immer weniger was mit Prinzessin zu tun. Das ist jetzt so ein, ja, ein Dorfmädchen. Ich bitte euch, eine Prinzessin trägt doch kein Matrosenkleid. Aber egal, weiter geht's. Passiert hier was im Feuerberg. Huch! Alle zerquetscht. Verflixt. Alle tot. Außer ich und Blacky, die Zweite. Wo sind denn die anderen hin? Es hilft nichts. Wir sollten einfach weitergehen. Der große Weise wurde zerquetscht. War nicht kräftig genug. Das Team wurde in zwei Hälften geteilt. Nice. Also, ich Level 5 mit Lisa. Der große Weise und so weiter, die sind angequatscht. Okay? Also die schwächere Hälfte ist jetzt unterwegs. Freut mich zu hören. Abmarsch. Ach, der große Weise ist noch mit bei mir. Okay, dann geht das ja. Sind die anderen jetzt unter den Steinen festgequetscht oder gehen die einen anderen Weg? Ich hab's nicht ganz gesehen. Ein Troll A angreifen. Komm, mach schon. Zu zweit. Oh, das geht schon viel besser. Okay, sie ist etwas stärker. Lässt sich nicht so leicht besiegen. Oh, den einen haben wir erledigt. Was fehlt hier? Blitz. Angriff auf Troll B. Ich habe noch keine effektiven Attacken. Ich muss jetzt erstmal Angriffe setzen. Beim Forscher konnte ich jetzt Impuls und diese Flasche einsetzen, die alles zerstört um sich herum. Jetzt muss ich erstmal so mit leben. Trollkringel. Ja, sind Donuts, nicht Trollkringel. Bah, was soll denn das? Wir wurden von an den anderen getrennt. Und mit diesem ganzen Geröll im Weg können wir auch nicht zurück.
Die haben bestimmt Angst, weil ich nicht da bin. Gehen wir einfach weiter. Sie machen sich bestimmt riesengroße Sorgen, weil ich nicht da bin. Ja, genau das wird sein. Ich gehe lieber mal. Mimi protzt vor sich hin. Mimi ist sich ganz sicher, dass er jetzt vermisst wird. Ist das jetzt eine Feuermumie? Ja, eine Flammenmumie. Okay. Das gab's ja noch gar nicht. Besiegen wir es. Die Bombe geht dann irgendwann hoch. Oder was? Blitz. Können wir die auch irgendwie zünden oder was? Explode. Und da gingen sie in die Luft. Ein Kinderspiel. Bonus ERF kriegt natürlich ich. Her damit. Ich brauche neue Level. Level 7. Wieder überleben gelernt. Das, was Merkel mal konnte, oder? Dieser Tau, den einen wiederbelebt. Okay. Eine Schatztruhe. Juhu. Öffnen wir sie. Ein MP-Bonbon. Ah, nicht juhu. Nur ein MP-Bonbon. Wie schade. Ist prima. Hex. Hat sie gerade Hex gesagt? X. Sie hat Hex gesagt, nicht Hex. Hox. Erschreckend. Buh. Dann sagt sie nicht mehr Hux. Kann es weitergehen. Gasthaus. Treffen wir da jetzt auf die anderen. Wäre schön, die mal wieder zu haben. Nicht? Ich will in das Zimmer von Zwergi gehen. Ja, alleine ist es ein bisschen einsam. Warte, ich komme in dein Zimmer. Muss weitergehen. Voran. Abmarsch. Wir schaffen das auch in dem kleinen Team hier. Ich habe schon... Haben schon andere Sachen allein geschafft. Auf geht's. Angriff auf. Na, die Flammenmumie. Den Troll können wir erstmal leben lassen. Was? Stimmt ja, ich bin ein bisschen verträumt. Mein Charakter ist verträumt. Deshalb greife ich auch manchmal andere Leute an. Was? Meine Waffe wird weggenommen. Gibt's nicht. Ja, damit. Die Mumie besiegen. Ach, ich kann jetzt nur noch mit der Faust zuhauen. Als ob meine Attacken nicht eh schon schlecht genug wären. Ja, heilen kann ich jetzt auch nicht. Meine Waffe zurück. Alles voller Sabber. Da. Meine Waffe ist ein Stock. Nur ein paar Kratzer. Dürre Mumie erhalten. Du kannst ja weitergehen. Auf Reisen zählt nur eins Freundschaft. Das hast du schon oft genug gesagt, Zwengi. Bist du eigentlich stärker als der dunkle Fürst Gronk? Oho, du stellst interessante Fragen. Du könntest ihm in einem Duell bestimmt ordentlich den Hintern versohlen. Stimmt wahrscheinlich. Doch bin ich kein großer Freund von Gewalt. Und übrigens, es ist die Aufgabe, den dunklen Fürsten zu besiegen, nicht meine. Zumindest sehe ich die Sache so. Ich weiß nicht, kann ich das wirklich schaffen? Aber gewiss, ich glaube an dich. Na, dann fühle ich mich doch viel sicherer hier mit Gronk an meiner Seite. Und den großen Weisen. Schalter oder Kisten? Schalter natürlich. Die bringen uns bestimmt weiter. Finde ich so gut. Die Dialoge wieder. Ah, ist klar. So, Angriff auf die Mumie. Die nimmt mir nicht nochmal meinen Stock weg. Ich greife natürlich den Troll an. Fängt das jetzt hier wieder an? Ist das mit den höheren Leveln nicht mehr so, dass man sich da irrt oder... Ist das nur am Anfang Level so oder was? Wie läuft das hier? Könnte glatt sein. Wenn das nur am Anfang so ist. Interessant. Ich hau immer auf den anderen ein. Hab gerade wieder den Mir ausgewählt. Waffe zurückgehalten. Alles voller Sabber. Lecky und Co. waren reich. Das war's wohl. Ja. Kann's weitergehen. Ich muss mich ins Zeug legen. Ein Schalter. Was für eine Überraschung. Was haben wir denn hier? Zwergi hat einen eigenartigen Schalter entdeckt. Betätigen wir ihn. Mal sehen, was passiert. Ein geheimer Weg oder was? Okay. Da müssen wir aber nicht hin. Da wollen wir nicht hin. Hurra! Mach ich vielleicht offscreen diese ganzen Wege.
Parallelwege, diese Geheimwege und so weiter. Gasthaus. Kommt jetzt unser Team. Ich will unser Team zurück. Gute Freunde, Level 13. Das ist jetzt ein anderer Sound. War der schon immer so? Ab Level 3. Ab Level 10. Ab Level 10. Nicht mehr du, sondern bap, bap, bap. Wir spielen natürlich noch ein bisschen weiter. Wie es so den anderen geht. Das werden wir jetzt bestimmt sehen. Inzwischen. Es hilft uns nichts, hier herumzulungern. Gehen wir weiter. Was, die gingen erst jetzt weiter? Nee, oder? Ich muss die jetzt steuern. Ist ja interessant. Muss mir jetzt mit diesem Weg noch. Ich muss mir mit diesem Team nochmal den Weg fortkämpfen. Genauso lang wie den ich jetzt gerade mit meinem Team erkämpft habe. Dieser Steinschlag war schrecklich. Und wir haben dadurch die anderen verloren. Ob sie ohne uns vorgehen, dann sollten wir uns wohl auch auf den Weg machen. Stimmt, irgendwo treffen wir bestimmt wieder aufeinander. Meine Rede. Interessant, diese Sache, jetzt beide machen zu müssen. Das Team wurde aufgesplittert, jetzt müssen wir auch die Sachen so machen. Split-Sachen müssen beide gehen. Die geradeaus. Mal sehen, ob es der richtige Weg ist. Erster Kampf mit diesem Team. Na, das kann ja heiter werden. Jetzt muss ich auch noch mit dem Team hier durchkommen. Entspannt. Brumm. Wieso sagt die Brumm? Verschluckt die Waffe. Okay, das hatten wir ja schon. Ah! Flammenmumie erhalten. Okay, die Waffe zurückerhalten. Annelie und Co. waren siegreich. Kann es ja weitergehen. Trollkringel und Dürremumie. Das heißt immer noch Donuts. Heilung. Ich muss da mal was loswerden. Es geht um Putin. Manchmal ziert er seine Klamotten verkehrt herum an. Zieht er seine Klamotten verkehrt herum an. Ist das gerade Mode oder was? Ich finde es total daneben. Hab ich gar nicht mitgekriegt, dass Putin das macht. Ich bekomme langsam Hunger. Wir sind ja gleich da. Wir sind gleich bei einem Gasthaus. Hoffe ich zumindest. 700 Gold. Okay, wir haben ja nicht genug Geld. Den brauchen wir auf jeden Fall noch. Die Schatztruhe. Gasthaus. Juhu.